Gigant auf vier Achsen. Stefan überführt den imposanten 11,5-Tonner aus der Army Base Grafenwöhr nach Peterslar. 400 Kilometer sitzt er bereits im Sattel. LKW haben wir frisch von Dummies geholt, der ist ausgemustert worden. Ja, der Chef hat wieder zugeschlagen. Wir fahren ihn jetzt nach Hause. Ja, diese Kippe hat die US-Armee ganz selten. Die gehören eigentlich zu so Pioniereinheiten. Davon gibt es nicht mehr viele in ganz Deutschland. Das ist ein Vierachskipper, der 20 Tonnen laden kann. Ein wirklich brutales Ding mit Riesenreifen, ganz, ganz fetten Achsen und einem 480 PS Cummins Motor und einem Caterpillar Luftschaltgetriebe. Für den XXL-Kipper von der Army gibt es bereits einen Kunden. Allerdings hat Stefan bei der Überführung festgestellt, der M917 läuft momentan alles andere als rund. Dieser Vierachskipper mit dem leider doch defekten Caterpillar Luftschaltgetriebe. Da war jemand zu dämlich, die richtige Drehzahl beim Fahren zu wählen. Dadurch ist der Wandel abgeraucht. Jetzt muss dieses Getriebe raus und das wiegt ungefähr so viel wie ein Golf. Zumindest so viel wie einer der ersten Generation. Ein echter Brocken also. Und so verbaut, dass er sich nur mit gewaltigem Aufwand ausbauen und austauschen lässt. Außer natürlich, man weiß sich anderweitig zu helfen. Dafür haben wir uns hier so eine Konstruktion gebaut. Das ist so ein kleiner Portalkran. Das kann hier alles laut TÜV 2 Tonnen heben. Das Getriebe wiegt 700 Kilo, ist also alles im grünen Bereich. Cool. Ja, typisch, die Konstruktion ist Meyer Engineering, ne? So. Das ist aber Chef seine Idee gewesen. Ich bin unschuldig. Nee. Entschuldigt? Ja. Ich dachte, das wäre von dir. Nee, das war Chef seine Idee. Achso, ja gut. Ich wäre ein Stapler von der Seite. Stapler von der Seite, genau. Nee, das ist top. Ja, aber nur so geht's. Ja. Also als Schrauber bei Morlock Motors ist sowas einfach gang und gäbe. Ja, es gibt natürlich sehr wahrscheinlich irgendwie eine richtige Prozedur, wie man das macht. Sehr wahrscheinlich baut man das ganze Fahrerhaus ab, baut das Getriebe nach oben aus, baut dann alles wieder zusammen. Und um den ganzen Scheiß zu sparen, bauen wir die Türen aus, einen Kran durch den Innenraum, schneiden ein Stück von dem Blech weg und lassen das Getriebe einfach in die Grube sanft ab. Das ist das Allerschnellste und Allereinfachste. Der Kunde soll so zügig wie möglich einen funktionierenden Kipper bekommen. Gleichzeitig müssen sich die Kosten im Rahmen halten. Das Getriebe einfach abzuseilen, ist also die mit Abstand pragmatischste Lösung. Boah, ich muss hier richtig dran ziehen, ey. Das ist gar nicht mehr so leicht. 30 cm noch. Hast du doch schon. Der schwere Kolotz. Mach weiter. Die Sammelleidenschaft des Chefs zahlt sich aus. Mal wieder. Schon vor Jahren hat Michael von der US Army ein baugleiches Getriebe ergattert. Unten? Unten. So, Ingo, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt bauen wir die Anbauteile von dem Getriebe auf das andere Getriebe. Beide Getriebe sind unten drin und beide sind auf Rädern. Das heißt, dann schieben wir das nach vorne und das andere darunter und ziehen das wieder hoch. Das kaputte Getriebe jetzt zu zerlegen und den Fehler zu suchen, würde viel zu lange dauern. Daher also Komplettaustausch statt Reparatur. Das ist ja ein absoluter Glücksfall, dass wir das der Chef irgendwie getauscht oder gekauft, keine Ahnung. Ja, da hatten wir auch so ein Auto noch nicht. Ja. Boah, so ein Getriebe neu kostet bestimmt 20.000 Euro. Von Caterpillar gibt nicht so richtig viel Billiges. Außer Schuhe und T-Shirts und Kappen. Getriebetausch beim M917. Ungeprüftes Austauschgetriebe statt langwieriger Reparatur. Das Team hat alles auf eine Karte gesetzt, um den 20-Tonner pünktlich an den Kunden ausliefern zu können. Ja, dass der läuft, war klar. Das alleine reicht aber nicht. Das hört sich nicht lecker an. Kommt irgendwo Öl unten raus? Nicht, dass wir irgendwo eine Leitung vergessen haben. Guck mal, ob irgendwo Öl rauskommt. Hört sich aber nicht gut an. Nee. Das Getriebe summt.
Das hört sich an, als wäre zu wenig Öl drin. Das Öl ist aber randvoll. Immerhin schaltet das Austauschgetriebe. Ein bescheidener Erfolg. Das konnte das alte Defekte nämlich auch. Nur deutlich leiser. Ich will, dass der Micha sich das einmal kurz anhört, weil das hört sich nicht gesund an. Hier, hör dir das mal bitte einmal kurz an. Das ist furchtbar. Hast du das schon gerade gehört? Ja. Es ist so, als wenn Luft gezogen wird, das Geräusch. Weißt du, wie eine Servolenkung, die zu wenig Öl hat? Dieses. Wie viel Öl habt ihr da reingeschüttet? Knapp 30 Liter. Das ist jetzt auf Maximum, ne? Ist der Schaum am Start? Nein. Schön. Ja, es ist natürlich ein Riesenscheiß, wenn du eine Woche so ein Getriebe rein und raus baust, es zum Schluss irgendwelche Geräusche macht. Bedeutet natürlich, dass die USM uns ein Getriebe überlassen hat, was gar nicht neu war oder nicht benutzt, sondern das war kaputt. Und wir haben jetzt ein kaputtes Getriebe mit einem kaputten getauscht. In diesem Fall ist guter Rat vermutlich noch teurer als ein weiteres Ersatzgetriebe. Der Nebenantrieb wäre das kleinere Übel. Wenn aber beide Getriebe defekt sind, könnte das für den LKW den Todesstoß bedeuten. Denn eine Reparatur oder ein komplett neues Getriebe kämen viel zu teuer. Man kann natürlich hören, dass das irgendwas ist von einem Zahnrad. Wir gehen jetzt davon aus, dass das hoffentlich der Nebenantrieb ist und dass der nicht korrekt eingebaut ist oder dass der Nebenantrieb eine andere Zahnart hat als das alte Getriebe und dass das deswegen nicht miteinander harmoniert. Wenn der Nebenantrieb und das Abtrieb, wenn das nicht so richtig schön läuft, macht das halt direkt furchtbare Geräusche. Ich weiß, wo das Problem ist. Was? Können wir wieder einbauen. Ein einziger Blick, die Lösung? Beim Tauschen von dem Nebenantrieb von dem einen auf das andere Getriebe ist auf dem alten Getriebe die dicke Dichtung kleben geblieben. Die hätte auf das neue Getriebe mit drauf gemusst. Dann hätte der Abstand gepasst, der Nebenantrieb wäre da sauber reingerutscht, hätte keine Geräusche gemacht und hätte direkt am Anhieb funktioniert. Eigentlich ein 5-Cent-Fehler, der uns natürlich jetzt wieder Zeit gekostet hat. Mit ein bisschen Silikon und der nötigen Dichtung ist dieser Fehler schnell behoben. Klassischer Fall von kleine Ursache, große Wirkung. Boah, was ist jetzt mit der Karre hier? Kardanwellen rein, Öl rein, Batterien rein, Kran raus. So, komm her. Wenn du jetzt schon wieder sagst, komm her, dann kommen wir schon wieder nicht weiter. Was?